Hallo ihr Lieben, ich bin immer noch bei Ahorn Camp in Speyer und wie es in dem anderen Video schon gesagt hat, die Kulisse ist ein Traum. Ne? Also wie ihr die Autos aufstellt, ist der Hammer. Das nächste Fahrzeug, was ich euch vorstellen möchte, ist der Ahorn Canada AE Modell 22 selbstverständlich. Und diesmal habe ich die liebe Nina bei mir. Hi. Hallo Nina. Ja, ich habe schon gesagt, ich finde das die Produktpräsentation finde ich einen absoluten Traum. In dieser alten Halle und dann so schön in Reihe und Glied aufgestellt. Ja. Ne? Wir haben tatsächlich auch alle Fahrzeuge hier vor Ort. Also in Speyer kann man sich wirklich jeden Grundriss anschauen. Ja, seht ihr, das ist auch ein Riesenvorteil. Also kommt auf jeden Fall nach Speyer. Ich verlinke euch die Adresse. Das ist natürlich ein richtiger Eyecatcher. Weil wo hast du jeden Grundriss von der Marke, den du dir mal, weil beim Händler steht mal der, mal der, mal der. Ja. Und bei euch kann man sich einfach mal alle anschauen. Ne? Genau. Das finde ich super, also das ist cool. Ja. Auch tatsächlich in unserer Niederlassung, muss man immer dazu sagen, in Dietzenbach bei Frankfurt und in Mülheim an der Ruhr. Ah, Mülheim an der B1. Genau. Ah, ja. Cool. Sind auf der Kölner Straße auch vertreten. Genau, Kölner Straße, genau. Ja. Die berühmte Caravan-Meile. Genau, auch da sind wir vertreten. Super, ja, ach, da steht ihr auch. Ja, das ist ja super. Das ist ja dann genau die andere Richtung, Richtung Ruhrgebiet so ein bisschen. Genau. Und dann passt das, dann habt ihr so ein bisschen Deutschland abgedeckt. Drei Niederlassungen und halt sonst unsere Handelspartner, die auch in ganz Deutschland vertreten sind. Also, das verlinke ich euch natürlich. So, wir starten. Nina, Ahorn, Canada AE, Modell 22. Einzelbetten längst, 7,48 Meter. Hier jetzt auf 3,5 Tonnen, aber geht auf 4 Tonnen aufzulasten. Genau, ja, das ist möglich. Mit Luftfahrwerk. Grundpreis 54,8. Wir sind jetzt hier bei 65,6. Genau, also ganz ehrlich, ihr habt es schon gesehen, ne? 5 Schlafplätze, großes Auto. Ich finde den Preis den Hammer. Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen da immer unser Preis-Leistungs-Verhältnis gleichbleibend gut. Gerade wo aktuell die Preise auch überall anziehen, logisch. Ja. Aber das finde ich für so ein Auto. Und ihr seht auch hier, alles Renault, ne? Genau, ja. Auch hier unser Canada AE ist auf einem Renault Master gebaut. Wie alle unsere Wohnmobile und teilweise auch unsere Van-Modelle. Sollen wir einfach mal hier links rumgehen? Genau, ja. Wir gehen einmal am außen am Auto vorbei. Ich finde, ihr seid auch einzigartig mit der Farbe, ne? Ja. Dieses Canada dann mit diesem Beige? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon so ein Eyecatcher für uns auch. Wenn man unsere Fahrzeuge auf der Autobahn sieht, weiß man immer direkt, das ist Ahorn. Ja, das ist Ahorn. Auch, ihr habt fast überall, glaube ich, sogar Rahmenfenster. Überall, ja. Habt ihr serienmäßig, ja, ne? Ja. Ja. Ja, bei vielen Herstellern musst du es ja tatsächlich noch aufpreismäßig bezahlen, aber bei uns auf jeden Fall. Hast du natürlich den großen Vorteil, ist schon mit drin. 145 PS bis 165 genau, PS. Ja, das ist super. Ja. Tatsächlich auch bei all unseren Vermietfahrzeugen ist immer wichtig dazu zu sagen, haben wir Rahmenfenster. Ja. Ja, dass wir da auf jeden Fall gleichbleibend gut sind in der Qualität. Das ist schön. Gehen wir einfach mal hier außen rum. Hier haben wir den Wassertank. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah, Elektrofach. Genau. Ich mache euch mal gerade die Lampe an. Hier steht eigentlich noch die Batterie. Die ist jetzt momentan noch ausgebaut. Genau. Toilettenkassettenfach. Genau. Na gut. Tedford. Genau. Altbekannt. Ja. Ach, schön, ja. Auch einfach leicht zum Ausziehen. Genau. Ach. So, wir laufen weiter außen rum. Wir müssen nämlich jetzt gerade gucken, weil tatsächlich ist jetzt gerade jemand in das Auto reingegangen. Wir haben auch ab und zu Kunden hier. Ist ja schön, dass Kunden da sind. Ja. Ne? Ach so, bevor jetzt wieder einer schimpft, wir sind alle geimpft, geboostert und getestet. Selbstverständlich. Ne? Also bevor da jetzt einer schimpft, das haben wir vorher alles erledigt. Genau. Kannst du mal aufmachen? Selbstverständlich. So, die große Garage. Ja, das ist natürlich immer das, wo ich sage, ne? Einzelbetten längs, hast du natürlich dann auch dementsprechend große Heckgarage. Ist das eine Durchreiche direkt? Ja, genau. Ja. Ach, das ist ja cool. Das heißt, du kannst dann je nachdem, wie du da drin eingeräumt hast, es gibt ja auch die Stapelsysteme, die du hier dran schrauben kannst, dann kannst du das so bauen, dass du an die wichtigen Dinge auch von im Auto dran kommst. Tatsächlich sagen wir auch immer, gerade für Haustiere, also wenn man es mal hinten einen Hund oder so drin hat, das ist auch super praktisch. Ja, das ist praktisch, genau. Ja. Es gibt ja diese Hundeboxen, die du auch hinten einbauen kannst, wo du dann noch ein Fenster in die Türen von den Aufbauten machen kannst. Genau, ja. So hat man halt auch mehr Platz dann im Innenraum. Und wenn du es jetzt ganz clever baust, wenn du den Platz so in dieser Menge hier drinnen nicht bräuchtest, könntest du es natürlich sogar machen, dass der Hund von drinnen
in seine Box gehen kann. Cool, ne? Ja. Also ja. Das ist, hat was. Ja, auf jeden Fall doch. Und ansonsten halt auch viel Platz jetzt mal, dass man mal irgendwie so einen kleinen Roller oder so noch mit reinbringt. Ja, das schaffst du auf jeden Fall. Ja. Lass uns mal rumgehen. Ja, gerne. Du gehst vor? Gerne. So. 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 Genau, ansonsten hier nochmal beidseitig öffnbare Garage. Okay, serienmäßig beide Türen? Ja. Ja? Ja. Ah, das ist cool. Ja. Siehst du, wieder so ein Punkt? Ja, ist serienmäßig. Bei vielen auch wieder Aufpreis zweite Garagenhecktür. Nee, das ist bei uns serienmäßig. Markise ist nicht serienmäßig, nein, aber optional selbstverständlich mitbestellbar. Genau, bei ja. Euch, ist ja auch nicht für jeden notwendig, aber wir empfehlen es schon immer. Ja, genau. Weil wenn du mal eben irgendwo schön stehst auf einem Stellplatz. Ja. Man darf ja auch auf manchen Stellplätzen, dann heißt es, okay, ihr dürft da stehen, aber Markise rausmachen ist nicht. Ja. Aber auf vielen Stellplätzen halt schon. Und wenn dann die Sonne scheint, und wenn es nur, selbst dann nur mal so ein Stück raus, empfehle ich wirklich, das machen wir auf der Messe oft, einfach nur so ein Stück, dass sie so über die Tür ragt. Dann hast du nicht direkt, wenn es regnet, Türe auf, hast du so ein kleines Regendach davor. Ja, und es wird auch nicht so warm im Fahrzeug tatsächlich. Ja, es ist super. Ja. Dann lass uns mal gucken, dann lass uns mal reingehen. Gerne. Fenster in der Tür, selbstverständlich hier mit der Verdunklung. Hereinspaziert. Ach, schön. Genau. Auch innen haben wir vor ein paar Jahren umgestellt. Also wir haben jetzt hier nicht mehr den Holzboden, sondern haben jetzt hier die Fliesenoptik. Ah, okay. Auch sehr leicht zu reinigen. Und entsprechend die 22er Modelle haben jetzt auch hier schon die neue Polsterreihe. Okay. Die ist jetzt auch besonders beständig, auch gerade, weil es einfach ein Familienfahrzeug ist. Mhm. Mit den Kids, dann auch die Flecken gehen sehr leicht raus. Vorher hatten wir hier so einen samtigen Stoff. Und jetzt haben wir da ein bisschen umgestellt. Das ist aber auch von der Farbgebung her sehr schön. Ich finde auch mit den glänzenden Dachschrankklappen, mit dieser Applikation so in der Mitte noch drin, mit dem Holz, das ist sehr stimmig. Ich finde euer Lichtkonzept, habe ich mir angeguckt, ich finde das total klasse, weil du unten halt einmal diese Ambiente, also diese Beleuchtung hast, alles über Touch. Alles Touch, ja. Und Dimba habe ich auch gelernt. Genau, ja. Und große Dachschrankklappen. Genau, gerne auf. Ja. Boah, Leute, Stauraum, ne? Ja. Ohne Ende. Also da das ist stimmt. Auf jeden Fall. Was ich hier auch wieder so schön ist, ich mache immer, die Leute wissen mittlerweile, ich bin 1,86 groß. Weil die Leute wollen immer wissen, wie viel Platz habe ich hier. Also hier habe ich so 10, 15 Zentimeter noch Platz. Und natürlich hier im Bereich vom Alkoven, da kann ich mich nach oben ausstrecken. Obwohl wir schon beim Alkoven sind, ne? Genau, wir haben ein doppeltes Alkovenbett oben. Genau, entsprechend können da zwei Kinder, zwei Erwachsene, wie auch immer, schlafen. Ja, die Maße waren, glaube ich, 1,45 x 2,20 oder sowas. Genau, ja, ne? Das stimmt. Wahnsinn. Das hier ist auch sowas Schönes. Das ist so samtig da hinten, das finde ich toll. Genau, so war es früher viel mehr im ganzen Fahrzeug. Wir haben uns dann eben entschlossen, nur an manchen Stellen so Highlights zu setzen und dann eben so eher das robustere Polster zu wählen. Ja, aber das ist schön. Also das ist schön. Ja, genau, oben ist ganz kuschelig, Alkovenbett. Fiat, sag ich schon. Ja. Renault. Renault, ja. Ja, weil ihr seid einer der einzigsten, die Renault haben. Ja. Und das macht euch natürlich auch aus, weil du hast so einen Wiedererkennungswert. Du siehst auf der Autobahn das Auto, die Außenfarbe, das Chassis, das macht's so aus. Dadurch seid ihr so, habt ihr so zwei, drei Alleinstellungsmerkmale, die kein anderer hat. Ja, das ist uns auch sehr wichtig, tatsächlich, dass man uns immer direkt erkennt. Das ist sehr cool. Und tatsächlich ist auch das Renault-Chassis wirklich sehr zuverlässig. Also wir sind sehr zufrieden damit. Das ist auch ein großer Punkt. Und du hast ein großes Händlernetz, ne? Ja. Bei Renault ist auch weltweit. Ja. Das ist auch natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, wir arbeiten ja viel mit Renault Autohäusern zusammen. Genau. Das heißt, du kannst ja da hinfahren und bei manchen anderen Herstellern hast du halt das Problem, dass du genau in diese spezialisierten Werkstätten musst. Nee, genau. Wir haben viele Servicepartner in ganz Deutschland. Mhm. Dementsprechend muss der Kunde, die Kundin jetzt auch nicht extra mal zu uns fahren, sondern in ganz Deutschland direkt vor der Tür sozusagen Servicepartner. Was ich euch noch zeigen muss, das finde ich nämlich ziemlich, ziemlich cool, das habe ich eben schon gelernt, dass das hier hochklappbar ist. Genau. Dadurch kannst du hier wunderschön in den Fahrgastraum rein. Und du hast natürlich, wenn du hier sitzt, hast du noch mal viel mehr Raum. Ne? Also das ist wirklich, wirklich schön. Hier noch mal Sitzfläche. Hier ist ein Gurt. Genau. Das heißt, da ist noch ein Sitz. Ja. Genau. Fahrraussitze, hier noch mal Sitze. Genau. Riesenspülbecken. Ja gut, Auto, wenn du mit Family fährst, mit dem Alkohol. Brauchst du das. Brauchst du das tatsächlich. Auf jeden Fall. Ne? Also
Küche ist wirklich, wirklich schön groß. Ja. Kühlschrank. Genau. Separates Eisfach. Genau, können wir mal aufmachen. Absauber oder Kompressor? Wir haben hier einen Absauber-Kühlschrank. Absauber, mit genau. Automatik? Ja, genau, der zieht sich dann dementsprechend schon. Von da, wo er es gerade braucht, der ist, genau. Ist auch wieder so ein Thema, ne? Familie, großer Kühlschrank. Ne? Was bringt dir bei so einem Auto, wichtig. Wenn du so einen kleinen Kühlschrank hast? Ja, auf jeden so Fall. So ziemlich gar nichts und das ist natürlich dann toll. Hier oben Fernsehvorbereitung? Genau, ja. Ansonsten haben wir mittlerweile auch Smart-TVs. Die okay. Wir einbauen, genau, wenn Bedarf besteht. Ja. Ist natürlich praktischer. Ja, Fire ja. TV-Stick rein. Und oder, genau. Nee, brauchst du ja dann gar nicht. Nee, bei Smart TV, genau. Kannst brauchst du ja gar nicht. Hast du das ja, ja direkt die Apps draufladen? Ja. Ich find's schön. Leute, guck mal, das ist toll, ne? Aus. Genau. Nachtbeleuchtung. Atmosphärenlicht. Heißt das Atmosphärenlicht ja. Bei euch? Ich finde es einfach super, weil wenn du abends ja. So, dann hast du nicht hier Starbeleuchtung an, wenn du mal gerade irgendwo was gucken ja. Willst. Und kannst das halt an- und ausmachen über das Touch. Genau. Finde ich sehr toll. Entsprechend haben wir das auch unten. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ja, hier immer unten, wieder. Ne? Genau. Dass man sich halt dann auch nachts auf den Weg zur Toilette findet und nirgends dagegen ja, und dann, stößt. Wie gesagt, gerade wenn dann oben im Alkoven schlafen die Kinder. Genau. Und du willst jetzt hier nicht Starbeleuchtung machen und hast aber so ein bisschen schummriges Licht und die Augen gewöhnen sich ja an das ja. Dunkle. Und dann ist das schon super hell, dass es dir reicht, um dich durchs Auto zu finden. Genau, ja. Kann man hier auch alles an unserem schönen Touch-Bedienpanel bedienen. Also wir haben ja hier diese drei Leuchten. Entsprechend kann man dann auch verschiedene alles aus. Abstände. Ah, okay. Also Abschnitte, verschiedene Abschnitte kann man hier dadurch hören. Genau. Eins, zwei, drei. Vorne, genau. Mitte, hinten. Genau. Sehr cool. Ja. Ja, ansonsten hier hinten. Schlafgemach. Genau, haben wir auch wichtig. In den Kanada-Modellen haben wir immer noch mal die Tür zum Abtrennen so. Zum Schlafbereich. Also kann ich dich aussperren. Ach so, dann hast du das wirklich getrennt. Genau. Ja. Das Bad und... Genau. Komm ich mal hier rum. Ja, komm ich mal hin. So. Ah, hier, da hat einer den Knopf mitgenommen. Oh je. Ach so. Genau. Ach, ihr habt noch mal eine separate Lampe. Hier steht jetzt gerade genau. Das Kissen drin. Genau. Die Verlängerung hier, genau. Hier habt ihr noch mal eine separate Lampe für in der Dusche. Das sieht ja auch schick aus hier. Ja. Was ich immer cool finde, ist eine separate Dusche. Ja, das finde ich Fall. Super. Gerade wenn du auch mit Kindern unterwegs bist, ja. Die mal gerade da reingestellt, weil du mal den Sand so... Das stimmt, ja. Und dann kann gleichzeitig noch jemand auf die Toilette gehen oder sich im Bad fertig machen. Das ist schön hier. Ja. Achso, hier hast du eine Schiebetür? Genau. Ja, die läuft aber auch mal ruhig. Das kenne ich auch anders. Auch nochmal ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Das ist schön. Genau. Ansonsten, ich gehe mal hier rum, dann kannst du da mal rein. Ah, hier ist die berühmte Klappe, wo wir eben gesagt haben. Genau. Das finde ich super. Das finde ich wirklich... Man stelle sich den Golden Retriever da unten jetzt vor. Ja, ne? Sehr cool. Sehr cool. Ah, jetzt muss ich mal... Ja. Nochmal Stauraum. Ach, hier ist sogar schon so eine Winterabdeckung liegt hier drin. Genau. Kleiderstange. Boah, hier kannst du aber auch noch dich individuell selber was machen. Ja. Wenn du sagst, okay, ich will da noch Bretter rein oder. Aber du hast die Möglichkeiten. Ja. Also du hast nicht... was steif vorgegeben. Genau, da habe ich jetzt noch das Kissen rein, aber ansonsten ja. Ist ja auch nochmal Stauraum, genau. Ja, ja. Ich kann es auch mal rausmachen, dann können wir ein bisschen besser reinschauen. Oh. Genau. Ja, da hast du nochmal so einen doppelten Boden, ne? Genau. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen. Aber da hast du auf jeden Fall viel, viel Platz drin, ne? Ansonsten haben wir hier zwei Einzelbetten, genau, die dann auch wieder mit einem Lattenrost verbunden werden können hier. Sie schiebt man einfach rüber. Ach so, genau. Dann hast du es groß. Genau. Hat man sozusagen eine Liegewiese. Ja, das ist ordentlich. Genau, kann ich aber auch entsprechend einfach dann so lassen. Genau. Konzentrieren. Aber auch sehr schön. Was ich toll finde, ist, dass du da oben diese Ablagen hast. Ja, nochmal Stauraum. Da hast du nochmal Stauraum, hinten die Stauraumklappen. Ja. Und die Beleuchtung wieder. Ah, Lampen, da oben die Dimmer. Also die Schalter für das Licht aus. Genau. Das ist natürlich auch schön, dass du direkt vom Bett aus das Licht ausmachen kannst. Klar. Ne? Ja. Weil ist dann auch doof, wenn du nach vorne gehen musst und das Licht jedes Mal genau. Ausmachen muss. Deswegen haben wir hier noch die einzelnen Leselampen, die man auch nochmal einzeln bedienen kann, oben am Schalter. Mhm. So kann der eine noch lesen, der andere schon schlafen. Genau, richtig. So, das Standard, genau. Was man halt so in den Einzelbetten längst. Das heißt, hier schläft der Kleinere, hier schläft ja. Der Größere. Oder mit Erweiterung dann eben noch. Oder genau, oder du hast die Erweiterung, dann hast du bis hierhin Bett. Dann hast du
wirklich genau. Liegewiese. Ja, tatsächlich geht der Lattenrost wirklich bis komplett. Ja, das hast du ja auch nicht immer, ne? Du hast hier, hast du bis hierhin von der kurzen Seite. Also genau, hast du, den kann man komplett drüber ziehen. Also ja. Genau. Ja, müssten wir da hinten jetzt hochheben. Ja. Aber, so kann man das komplett genau ziehen, durchziehen einmal. Dann hast du einmal Lattenrost, einmal genau Bett komplett. Ich dachte, ich will da runter, damit das schöner. So. Genau. Und da hast du auf jeden Fall eine große Fläche, wo du liegen kannst. Genau. Ah, Nina, schönes Auto. Ja, auf jeden Fall. Also ist auch eins unserer beliebtesten Modelle, muss man sagen. Alleine wegen den Einzelbetten längst. Auf jeden Fall. Und auch der Alkoven natürlich, da für die Kids auch immer schön oben drin. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz die Kamera drehen, weil das finde ich auch bei Ahorn sehr toll. Ihr habt diese Zentralverriegelung genau für die Schubladen, ne? Große Schublade. Softclose, und wenn man jetzt hier zumacht, genau, ist das alles direkt verriegelt. Alles, ne? Softclose, genau. Ich kann hier noch aufmachen. Hier haben wir dann noch mal schön Ablagefläche. Ah, das ist toll. Ja gut, das ist so Topfschrank. Genau, ja. Da hast du auf jeden Fall jede Menge Platz. Ja, das ist ja super gemacht ist, mit der Rundung. Ja, ist ja auch wichtig bei einer Küche, einigermaßen großen Küche, dass man dementsprechend halt auch den Stauraum hat. Ja. Genau, dann haben wir hier noch relativ neu diese Abdeckung, diesen Spritzschutz. Das macht Sinn. Genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann haben wir hier die Piezo-Zündung, 3-Flammen-Kochfeld, auch ohne Feuerzeug bedienbar, also es geht elektrisch. Sehr schön. Da oben nochmal eine Steckdose. Genau. Ach, an alles gedacht. Genau, ja. Licht wieder an. Ach, hier auch Licht, Touch. Und hier oben nochmal eine USB-Steckdose. Genau. Das ist ja auch immer wichtig, dass man halt überall mal noch das Handy laden kann. Das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig. Ach, hier ist noch mal so eine. Ich liebe diese Lampen. Ja. Die Lampen sind cool. Die sind halt auch einzeln bedienbar, das ist halt ganz schön. Hier auch wieder selbstverständlich. Hier haben wir jetzt die CP4 genau als Heizung drin, optional CP6 genau, ja, möglich. Ja. Hier auch wieder schön mit der Ambientebeleuchtung, Bedienteil. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ne, haut es einfach mal unten in die Kommentare. Gerne. Ich denke, du schaust auch zwischendurch mal rein. Ja. Und wenn Fragen da sind, werden die selbstverständlich auch dann beantwortet. Natürlich. Und ich sage immer, was ich nicht weiß, gebe ich weiter und frage nach und gucke, dass ich dann die Info für euch bekomme. Selbstverständlich. Ich verlinke natürlich das Auto und alle weiteren Infos unten in der Videobeschreibung. Genau, auf unserer Website findet man ja auch immer alle genau detaillierten technischen Daten. Die Adresse von hier selbstverständlich auch. Ja. Wenn ihr hier vorbeikommen wollt, kommt einfach vorbei, schaut euch die Autos an. Wie gesagt, alle Grundrisse stehen hier. Das genau, alle. Das finde ich sehr, sehr schön. Nina, ich sage vielen lieben Dank fürs Zeigen. Ich hab zu danken. Und ich würde sagen, Leute, macht es gut. Aktiviert die Glocke. Kanal abonnieren nicht vergessen, weil es kommen noch ein paar Fahrzeuge und sonst würdet ihr diese verpassen. Genau. Also, macht's gut. Vielen Dank für euren Besuch. Ciao. Ciao.